ist Papa schon wieder? Ja. Ist was passiert, Vera? Nichts passiert. Familie ist passiert. Nina braucht extrem viel Sonderbehandlung. Schön langsam, Mama. Keine Hastik. Ninas Testergebnisse sind deutlich unter der Norm. Nina hat eine Entwicklungsverzögerung. Ich habe auch einen Job. Und du kommst einfach nach Hause und sagst, sorry, die nächsten 2 Jahre werden extrem herausfordernd? Es geht doch um uns. Als Familie. Ich wünschte, wir hätten 1 Million Minuten. Nur für die ganz, ganz schönen Sachen. Ich finde es erstmal eine richtig gute Idee. Woher kommt denn die Scheißidee? Da will ich hin. Nach Thailand? Ja, das ist doch gut, oder? Dann zur Elfe. Island? Okay. Ich hab ein bisschen Schiss. Frag mich mal. Ich finde die neuen Eisminuten viel besser als die alten Stressminuten. Wow. Papa hat heimlich Stress. Natürlich wollte ich bei den Kindern bleiben, aber das heißt ja nicht, dass ich automatisch deinen Teil der Arbeit mitmache. Ich bin nicht richtig bei der Arbeit. Ich bin nicht richtig bei euch. Nina hat in den letzten Monaten so viele tolle Momente erlebt. Ja, aber ich verpasse die ganzen Momente. Ich will nicht mehr dieser Idiot sein, der sein Leben verpasst. Meinst du, wir kommen erstmal mit dem zurecht, was du verdienst? Hab gerade gekündigt. Ich hab mal wieder Zeit, ich hab Kraft, ich hab Ideen. Es geht einmal um meine Möglichkeiten. Was ist mit dir? Was macht die Arbeit? Muss ich jetzt alles noch aufhängen? Das mach ich gerade, Papa. There's always a way, but sometimes that way is a lot more interesting than the straight line that we had imagined. Heute schaffen wir es. Und wenn nicht? Dann kommen wir morgen wieder.